Die Sendung wurde Ihnen. Schon alle. Können wir ja gleich anfangen. Aber ich wollte Ihnen vor... Oh, eine Rose. Und dennoch eine rote. Also das rührt ja richtig ans Gemüt, nicht? Na, für wen ist denn das nun? Für Elfried? Für mich? Nein, von wem krieg ich denn eine Rose? Für Elfriede, ein stiller Verehrer. Och nein, Kinder, das ist ja niedlich. Also einen stillen habe ich noch nie gehabt. Na, ich meine... Stiller Verehrer, das ist ja auch kein Dauerzustand, nicht? Mal müssen die ja zu Potte kommen. Ja, aber dann haben wir den Schlamassel. Wieso Schlamassel? Ja, gucken Sie sich das Stück mal an hier. Dann werden Sie hautnah miterleben, was alles passiert, wenn es zwischen zwei alten Leuten noch mal so richtig funkt. Was die durchmachen müssen. Ja, die Kinder, die wollen das nicht. Die haben gesagt, ja, von wegen späte Liebe. Das sind verdrängte Blähungen und sie sollte mal richtig an Riemen reißen. Was sagen Sie nun dazu? Also ich kann darüber bloß lachen. Da wollen Sie den alten Leuten Gefühle verbieten, die sie nämlich selbst gern hätten. Da braucht man richtig Mumm, um das durchzustehen. Oder so ein wie den da, der einem so ein bisschen den Rücken stärkt. Abend, Herr Frieden. Abend, Herr Doktor. Na, nee. Das ist nicht der Theaterarzt, nein, der spielt mit in unserem Stück. Oh, diese Eltern. Das geht ja gleich los und nun wünsche ich Ihnen viel, viel Vergnügen. Denn bis denn, nicht? Um Gottes Willen. Entschuldigen Sie vielmals, meine Damen und Herren. Ich komme und komme nicht aus meiner Praxis raus, wenn ich mal ins Theater will. Oh Gott, verzeihen Sie, mein Name ist Bolt, ich bin Arzt und umgezogen bin ich auch nicht. Und das sind meine sogenannten Kranken. Wissen Sie, die nenne ich so, weil die haben nichts. Die kommen in meine Sprechstunde und sagen, ach Herr Doktor, mein Herz, mein Kreislauf, meine Nieren. Und wenn ich die dann untersucht habe, kann ich nur feststellen, aber Ihnen fehlt doch gar nichts. Ja, aber Herr Doktor, ich bin doch todkrank. Ich sterbe. Na, wie wollen Sie denn sterben, wenn Ihnen gar nichts fehlt? Tja, und eines Tages gehst du hinterm Sarg her und kannst nur feststellen, nu ist sie tot. Und was hat sie gehabt? Nix. Nix. Medizinisch nichts. Sehen Sie, so ein Arzt war ich früher. Pillen verschreiben, EKG, Blut abzapfen, kennen Sie alles. Etwas habe ich nie untersucht. Die Seele. Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Die Seele. Und dass ich das jetzt tue, das kam so. Eines Tages war wieder mal eine völlig gesunde Frau gestorben. Und ich weiß nicht, was mich auf die Idee brachte, die Hinterbliebenen zu fragen, hat sie Ärger mit ihrem Mann gehabt oder war sonst was? Naja, man kam's. Der hatte sie vor 3 Monaten sitzen lassen. Schrecklich, nicht? Also die Frau war an einer Infektion gestorben, weil sie eine haben wollte. Wenn der bei ihr geblieben wäre, hätte sie über die Viren gelacht. Und so ist es heute oft. Auf manchen Totenschein müsste ich schreiben, er starb aufgrund seiner Pensionierung oder... Seine Frau hat ihn zu Tode geärgert. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Also, was ich sagen will, ist, leben muss man wollen. Ich möchte Ihnen hier eine Geschichte erzählen, die hat sich vor einiger Zeit in meiner Praxis abgespielt. Lauter Mami. Ich kann nichts verstehen. Was ist es da mit den Russen? Tja,
Sieht so aus, als wenn Sie nun doch abrüsten wollten. Was wollen Sie abrüsten? Waffen, Mami. Abrüstung, verstehst du? Du weißt doch, Amerika, Europa, Russland. Hm? Ach, was interessiert mich das? Warum fragst du dann? Entschuldige bitte. Ich werde nicht mal mehr nach der Uhrzeit fragen. Hm? Ja, du sagst denn doch bloß 5 und dann hat sich das. Also, Mami. Ich bin so einsam. Oh Gott, wie bin ich einsam? Wie ein Pilz. Seit Vater tot ist sogar noch einsamer wie ein Pilz. Ja, du bist doch nie da. Ich muss doch arbeiten. Ach, arbeiten, arbeiten. Krankengymnastin mit Diplom und arbeitet als Aushilfe. Hast du das nötig? Wenn es soweit ist und ich mich selbstständig mache, kannst du mir das Geld für mein Geschäft leihen. Was? Geschäft, Geschäft? Warum heiratest du eigentlich nicht? Hätte ich wenigstens einen Schwiegersohn, mit dem ich mich mal kappeln könnte. Ich sag dir, ich sterb. Ich sterb, Marianne. Also komm, Mami. Lies noch mal den Brief von Dr. Hartmann. Du hast nichts an der Leber. Der hat doch überhaupt keine Ahnung. Du hast nichts, gar nichts. So, nix, nix. Und warum tut es hier immer so weh? Und warum bin ich immer so schwindelig? Du hast nichts. Nix. Bitte? Nix. Da mein Magen, der klopft. Tatsächlich schon wieder, der klopft? Also, der Magen kann nicht klopfen. Das Einzige, was klopfen kann, ist das Herz. Ach, das Herz, das Herz. Und wenn ich dir nur sage, dass mein Herz überhaupt nicht klopft? Also, Mutter. Und warum schlafen meine Beine immer ein? Ich selbst kann nachts aber überhaupt nicht schlafen. Bitte, sag mir das. Dr. Hartmann hat gesagt, dass du nichts hast. Und vergiss nicht, du bist 68. 65. Also gut, 65. Na, das ist doch nicht alt. Nicht alt. Zu alt zum Leben. Ach, wenn ich noch an meine Flitterwochen in Bad Harzburg denke. Mami, das ist doch die Idee. Na, nun mach doch mal Urlaub. Fahr mal nach Niebel oder so. Niebel? Was soll ein Mensch da auf dem Weg zum Friedhof ist in Niebel? Na ja, oder fahr mal in die Lüneburger Heide. Ach, Lüneburger Heide. Bei dir, da klingt das wie Malediven. Die Heide soll wunderschön sein. So, wunderschön. Und was ist mit dem sauren Regen? Und all den toten Bäumen, beinahe so tot wie ich? Das kann doch nicht gesund sein. Und was würde das ändern? Da wäre ich ja auch immer nur allein. Also, Mami, ich bin doch bei dir. Mami, was willst du eigentlich? Du hast 2 Mietshäuser, eine schöne Rente. Du könntest leben wie eine Fürstin. Auch Fürstin nahm Nierensteine. Du hast aber keine Nierensteine. Was du hast, ist Glück. Immer zu Glück. Was ist zum Beispiel mit dem Gewinn bei der Glücksspirale? Oh Gott, ja. Ja, und voriges Jahr 5 Richtige im Lotto. Ja, also die 35.000 Mark nur einmal. Also Mami. Was du anfasst, wird zu Gold. Das ist es ja eben. Ich kann ja nichts mehr anfassen. Und du bist gesünder als ich. Marianne. Ja, hat Dr. Hartmann auch gesagt. Ach, sei bloß still von dem. Mami, bitte. Ach, die Ärzte können mich alle mal. Schön weißen Kittel an und nichts dahinter. Ach, gut. Reklame, Reklame. Oh, ist das ein langweiliger Kram. Ach, hier, alles Todesanzeigen. Das kommt auch alles von den Ärzten. Also, Mami, das ist doch dummes Zeug. Dummes Zeug. Marianne, bitte vergiss nicht, dass ich deine Mutter bin. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, dann mal zu. Also, nun ist aus. Was? Was? Das Herz, was denn sonst wohl? Ist ja auch zu verstehen. Muss ja zu schwer arbeiten, den ganzen Tag immer nur tick-tack. Tick,
Und mal sehen, wie lange ich mit dem stehen gebliebenen Herzen noch weiterleben kann. Mami, das Marianne, gibt's bitte doch nicht stören, nicht gerade nur, wo es wieder anfängt zu schlagen. Tick-tack, tick. Oh, was ein Glück. Was ein Glück, nicht? Marianne. Ja, Mami. Sitzen meine Augen noch da, wo sie sitzen sollen? Ja, Mami. Auf jeder Nasenseite eins, wie es sich gehört? Wie es sich gehört, Mami. Gott sei Dank. Ich kann nämlich nichts mehr sehen. Du kannst nichts mehr sehen? Überhaupt nichts, nein. Was steht da? Ja, Breschnew tot. Oh, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ach du bitte. Das ist doch schon lange her. Du weißt doch am besten, dass bei den Ärzten immer nur alte Zeitschriften liegen. Ja, ja, damit man ja nicht an die Gegenwart erinnert wird. Sag mal, der ist schon lange tot. Schade, den mochte ich. Der war immer so männlich. Na ja, also, wir halten aber zu den Amerikanern. Kennedy ist ja auch ganz nett. Der ist doch auch schon tot. Da siehst du es. Aber gut ausgesehen hat der. Hatte der nicht mal was mit der Marilyn Monroe? Ja, ich weiß, die ist auch schon lange tot. Also Mutter, bitte. Ja, so ist das, mein Dir. Auch die Größten müssen sterben. Und ich bin bestimmt die Nächste. Ah, ja, ja, ist ja schon gut. Ah, meine Beine. Was ist denn jetzt? Ah, die sind eingeschlafen. Bitte nicht wecken. Komm mal. Versuch mal aufzustehen. Aua, Marianne, aua, nein, das geht nicht. Nun komm schon, Mutter. Ja. Nun komm schon, Vater. Es geht ja nicht, mein Junge, wenn ich doch kein Gefühl in meinen Beinen habe. Ach, Volker. Ach, Vater. Es ist wie aus Holz. Du kannst dann aber auch verrückt machen, Vater. Volker. Volker, rechte geht schon wieder ein bisschen. Komm, Mutter, rutsch mal ein Stück. Oh, mein Dear, lass mich doch hier sterben. Bitte. Nein, Mutter, nein, 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 ja, ja, ja. Ja. Marianne? Ja, Mami? Bilde ich es mir nur ein oder sitzt hier jemand neben mir? Neben dir sitzt ein Herr. Ich war mir nicht ganz sicher. Guten Tag. Guten Tag, Flegel. Nee, nee, ich bin taub. Sie sitzen neben meinem zweitbesten Ohr. Auf dem Ohr höre ich nichts. Und auf dem anderen. Bitte? Und auf dem anderen? Ach, beinahe auch nicht. Sie werden es nicht glauben, beste Frau, aber auf diesem Ohr kann ich montags, mittwochs und freitags am besten hören. Genau so ist es. Wenn der Arzt es doch hinkriegen könnte, dass ich auf dem hier dienstags, donnerstags und sonntags wenigstens ein bisschen hören könnte, dann wäre ich wochentags ein glücklicher Mensch. Und sonntags? Da gibt es sowieso bloß Wiederholungen. Ja, leider. Bitte, ich habe Ihren letzten Satz nicht verstanden. Also ich habe eben auch nur gesagt, dass ich auch mein... Das, Mensch, habe ich das vergessen. Mein Gedächtnis ist genauso schlecht wie Ihr Gehör. Oh, ich danke Ihnen. Oh, bitte, bitte, bitte. Marianne, lies mal. Aus Staub sind wir und zu Staub müssen wir werden. Du vertust hier deine Zeit mit mir, mein Junge. Nee, ist schon gut, Vater. Ich hab bloß versprochen, dass ich bald wieder zurück bin. Sagen Sie, mir würde es Ihnen was ausmachen, uns vorzulassen. Was? Ich muss nämlich noch arbeiten. Ich auch. Wie bitte? Ich hab bald einen Termin. Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Na, nicht, dass ich wüsste. Da wohnen Sie nicht im Tulpenweg? Ach, Sie sind das, der sein Frühsport immer auf dem Balkon macht. Johansen,
Volker Johansen, angenehm. Marianne Oelkers. Sagen Sie, habe ich Sie nicht schon mal auf dem Motorroller gesehen? Das kann schon sein. Deswegen sind Sie mir auch gleich so bekannt vorgekommen. Ich habe bloß nicht so drauf geachtet. Es geht mir genauso. Ich achte auf nichts, wenn ich in Eile bin. Ja, geht mir auch so. Mhm. Wissen Sie, ich bin Masseur. Ich habe so 10 bis 12 Anwendungen pro Tag. Und ich bin Heilgymnastin. Nee. Das ist auch ganz schön dran. Du. Manchmal 7-mal. Oh, das ist ein ganzer Batzen. Oh. Ja. Und wenn man dann mal 10 Minuten zu spät ist, dann ist gleich der Teufel los. Genau wie bei mir. Also ich hab schon... Also ich habe schon oft gedacht, das Beste wäre es, wenn man sich selbstständig machen würde. Ich auch. Wenn bloß das verflixte Geld nicht wäre. Die Hälfte habe ich schon zusammen. Ja, ich auch. Mhm. Ja, da könnten wir doch unseren Kram zusammenschmeißen. Sie machen medizinische Gymnastik und ich mache Massagen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich habe da eine tolle Praxis an der Hand. Von meinem Onkel in der Rosenstraße. Keine schlechte Lage. Nee, klingt gut. Ach, malen Sie doch mal auf, wie diese Praxis wohl aussehen könnte. Ich habe hier so einen kleinen Block. Ja. Also, hier wird... Hier wäre der Eingang. Mhm. Und hier würden wir Ihren Behandlungsraum einrichten. Mhm. Und hier mein. Hier ist die Küche und das Klo. Und hier ist das Wartezimmer. Na, was sagen Sie? Nicht schlecht, was? Nein, ganz und gar nicht. Ich schreibe Ihnen gleich mal meine Telefonnummer auf. Darf ich? Danke. Das ist 24501. Danke. Ach, oh. Und Ihre? Ja. Das ist 58179. So, wir können uns das ja mal angucken. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das wäre jedenfalls das erste Mal, dass beim Arztbesuch von meinem Vater was Vernünftiges herauskommt. Du, Vater, wir sind Nachbarn. Ja, ja, ich weiß. Mami, das ist der junge Mann, der morgens auf dem Balkon immer turnt. Ja. Sieht gut aus, wenn Sie da morgens immer so turnen. Vielen Dank. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Frau Oelkers. Sie haben Sie nicht auch die Hand geben? Na, hör mal, warum soll ich denen denn die Hand geben? Aus Höflichkeit. Ach, Mann. Tag. Papi, Frau Oelkers gibt dir die Hand. Bitte. Ja, und? Da gib sie ihr auch. Muss das sein? Ja, das muss. Guten Tag. Tag. Wie geht's? Danke schlecht. Und Ihnen? Danke schlecht. Volker, musst du nicht los? Der Doktor wird mir schon alles sagen, aufschreiben, was ich brauche. Nee, nee, da muss ich dabei sein. Was du mir erzählst, ist immer maßlos übertrieben. Ich übertreibe nie. Du musst dich dran gewöhnen, mein Sohn, du hast mich bloß noch ein paar Wochen. Ist sie den Sargdeckel über mir zunageln? Das will ich vom Doktor selbst hören. Ich gehe nur eben schnell mal telefonieren, dass ich ein bisschen später komme. Ja. Ach, das ist eine gute Idee. Ich komme eben mit. Ich gehe eben schnell mit, ne? Ja, wunderbar, dann können wir ja noch mal über alles reden. Aber gern. Also das war groß. Ja, 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 die Jugend steht fest im Leben. Ja, das mögen Sie wohl sagen. Das geht bloß alles so schnell, nicht? Mein Reden? Zum Beispiel wenn das Telefon... Oh, seien Sie bloß still. Genau wie bei uns. Ich sitz und warte mit dem Essen. Bums geht das Telefon. Mami, ich kann nicht zum Essen kommen. Ich muss heute auch was weiß ich wohin. Ja. Bleibt Ihnen auch manchmal das Herz stehen? Das Herz? Nicht so direkt. Aber ich glaube, dass es manchmal die Absicht hat. Meins bleibt stehen. Ganz und gar? Ganz und gar. Nur gerade in diesem Augenblick. Nee. Doch, hier fühlen Sie meinen Puls, dann sehen Sie das.
Na, eigentlich spürbar was. Was? Ja. Bum, 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 bum. Kann doch überhaupt nicht angehen. Nein, das ist doch die Uhr. Kommen Sie mal her. Ich weiß nicht. Ja, nun kommen Sie schon, sonst fängt das erst wieder an zu schlagen. Na, Moment. Ich hab da was ganz Komisches gehört. Was Komisches? Ja, was ganz Komisches. Mal ganz ehrlich, klingt das wie ein Herz? Nee, wie ein Herz klingt das. Sehen Sie, und der Dr. Hartmann hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Ach, Sie waren auch bei diesem Pfuscher? Zu mir hat er gesagt, dass ich vollkommen gesund bin. Ja. Stellen Sie sich mal vor, gesund. Wie ist denn dieser Doktor? Der, das weiß ich nicht. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich auch. Hm. Wollen bloß hoffen, dass der besser ist. Ja. Haben Sie was mit der Leber? Oh, wenn es das bloß wäre. Drinol. Bitte, heute ist Freitag. Ja, wieso? Ach so, ja. Drinol. Drinol. Ja. Ich nehme immer Eparema. Ach, Eparema, das nützt doch nichts. Das hilft überhaupt nicht. Das gebe Calcium mit Vitamin B10-Komplex ja noch besser. Ach, sind das die Tabletten, die Farbe vom Schreibtisch haben? Vom... Also das kommt ja nur ganz am Schreibtisch an, nicht? Na, so ein helles Braun? Ja, genau, die sind da. Die sind da. Ja. Sie haben sich ja auch manchmal Ärger mit dem Magen, nicht? Oh, seien Sie bloß still. Da will ich mal gar nicht erst von anfangen. Hectonona orba. Gut, sage ich Ihnen, wirklich gut. Das ist so ein weißes Pulver. Also ich bekäme überhaupt keinen Happen mehr runter ohne Hectonona orba. Hectonona orba. Ja. Ah, nun schlägt es wieder. Ah. Das muss ich hören. Oh, verzeihen Sie das. Ach so. Verzeihen Sie. Ja. Bitte. Ja, ich hör's. Ich hör's. Sie haben auch sicher manchmal Kummer mit den Beinen, nicht? Oha! Jodamelis! Das müssen Sie nehmen, das hilft wirklich. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Ja. Jodamelis. Melis. Ja, Melis. Oh, Entschuldigung, was habe ich denn hier bloß geschrieben? Jodamelis. Ja, stimmt. Ja. Verheiratet. Nee, Witwe. Mhm. Und Sie? Witwe. Oh nein, Herr. Sie wissen, wie mir zu helfen ist. Sie haben ein hübsches Lachen. Oh, danke. Sie haben wirklich ein sehr hübsches Lachen. Und so lustig. Lustig? Ja. Ich? Also, Sie sind der erste Mensch, der mir das sagt, seit mein Karl tot ist. Und seit meine Inge gestorben ist, hat niemand mehr so nett für mich gelacht. Inge? War sie hübsch? Ja, das habe ich gemacht, als wir... Oh nein, bitte nicht. Oh, Verzeihung, ich wollte Sie nicht kränken. Ach, das haben Sie doch auch nicht. Das ist nur, ich sehe nicht gern Bilder von Menschen, die nicht mehr sind. Auch Sie denken auch, ich rede hier ganz unmögliches Zeug, nicht? Nein, im Gegenteil, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ah,
Ich denke, Sie sind schwerhörig. Nein, ja. Aber jetzt ist es plötzlich viel besser geworden. Wie schön, nicht? Wie schön, ja. Bitte reden Sie weiter. Ja, also. Sagen Sie was, irgendwas. Ja, ja, Mann, mir fällt so schnell nichts ein. Weiter, weiter. Vielleicht ein Gedicht. Oh, Gedicht. Oder ein Lied, ja, ja, bitte. Singen Sie was, was Sie wollen. Ich kann hier nicht. Bitte singen Sie. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. David, David. Das habe ich sogar von hier gehört. Oh, was ein Glück, nicht? Was für ein Glück. Ihnen. Ja. Ich danke Ihnen vielmals. Wissen Sie, ich habe zu Hause noch so eine Hand aus Gips. Wenn Sie die haben wollen. Bitte verzeihen Sie, aber das Gefühl... Ja, nicht? Mein Herz schlägt auch wieder mir. Mir ist überhaupt ganz warm geworden. Ja, ja, es wird ja auch Frühling, nicht? Ja, ja, Frühling. Mhm. Alles wird so grün, ja, der Himmel so blau. Oh, blau. Also blau ist ja meine Lieblingsfarbe. Ja, ja, meine auch. Nein. Ja, am liebsten hätte ich zu Hause alles in Blau. Ja. Ja. Aber Volker, mein Junge, naja, Kinder. Oh, gucken Sie hier mal. Bergkristall. Also ich bin ja ganz verrückt auf Bergkristall. Ja? Ja. Ich habe zu Hause eine Lampe, die hat einen Fuß aus Bergkristall. Wunderschön. Mm, ja. In meinem Schlafzimmer. Ja, och Sie. Ach, gucken Sie mal hier. Eine Rose. Verwelkt. Ja, ich weiß nicht. Verwelkende Rosen, die haben sowas. Nicht? Da... Der Nächste, bitte. Wissen Sie, das ist uns so ähnlich und hat auch so schön... Der Nächste, bitte. Oh, ja, oh. Entschuldigung, das bin ich. Ja. 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 Oh. Judamelis. Judamelis. Drenol. Drenol. Gele Calcium. Gele Calcium. Hectonona Orba. Hectonona Orba. Ich heiße Lieselotte. Und ich heiße Walter. Sie dürfen Liese zu mir sagen. Walter. Judamelis. Judamelis. Tja, meine Damen und Herren. Da haben Sie nun also die Witwe Oelkers und Herrn Johansen kennengelernt. Mein Kollege Hartmann hatte natürlich völlig recht. Den beiden fehlte überhaupt nichts. Aber ein Jahr länger in dem Zustand, in dem sie waren, als sie sich in meiner Praxis kennenlernten, und sie wären tot gewesen. Herz, Kreislauf, was weiß ich. Und dabei brauchte man nur zu fragen, sind Sie einsam? Haben Sie Kummer? Ich habe sehr schnell begriffen, dass es vor allen Dingen an mir liegen würde, sie zu kurieren. Ich gebe zu, dass das, was ich dann gemacht habe, nicht so ganz in Ordnung war. Aber sehen Sie, in der Medizin kommt es vor allen Dingen auf den Erfolg an, nicht? Also, als Frau Oelkers das nächste Mal in die Praxis kam, da habe ich zu ihr gesagt, sie möge mal ruhig die Medikamente so weiternehmen wie bisher. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich mit dem ollen Johansen gemacht? Ich, Herr Doktor? Ja, Sie. Der Mann ist völlig verrückt nach Ihnen. Kommt er doch in meine Praxis und sagt, wenn ich die Frau nicht kriege, dreh ich durch. Ja, was kann denn da ich dazu, Herr Doktor? Sagte Frau Oelkers. Mit Johansen habe ich dasselbe gemacht. Was? Ich, oller Krüppel, soll der Frau den Kopf verdreht haben? Das kann doch wohl nicht angehen. Doch, habe ich gesagt, die steht ganz irre auf sie. Die schwärmt von ihren Augen, von ihren männlichen und doch so sensiblen Händen. Also unter uns, ich hatte die größte Mühe, nicht vor Lachen laut rauszuplatzen. Aber es hat gewirkt. Besser als jede Medizin.
Und einen Monat später, das war nur richtig satter Mai, eine wundervolle, blaue, lauschige Maiennacht, da hat sich in der Wohnung von Herrn Johansen abgespielt, was Sie jetzt sehen werden. Standesamt ist das Leben ist der Raum im Standesamt. Ja, das ist es gar nicht. Das Leben ist der Zwischenraum zwischen zwei Eintragungen im Standesamt. Also, das Leben ist im zwischen dem Standesamt. Das Leben ist der Zwischenraum. Also, ich find's scheußlich. Was? Das Zimmer hier, da wird man ja seekrank. Ich find's schön. Och, Vater, was ist bloß in dich gefahren? Seit einer Woche hast du einen Blaufimmel. Vorhänge, Möbel, Telefon, alles blau. Und jetzt ist sogar der Fernseher besoffen. Sieht das nicht großartig aus? Nee. Es blaut so blau, wenn Spanien blüht. Und blau sind Volker. Kennst du nicht den Spruch vom alten Fritz? Jeder soll nach seiner Fassung blau werden. So. Und nun gute Nacht, mein Junge. Wieso? Willst du ins Bett? Nein, aber du musst doch los. Nee, ich geh noch nicht. Aber Volkerchen, du wirst doch die junge Dame nicht warten lassen. Als Kavalier. Was? Wenn man sich für eine Frau interessiert. Wie interessieren? Na, wie sich eben Männer für Frauen interessieren. Sag mal, Vater, hast du das Rendezvous eingefädelt? Na, wenn du zu dösig dazu bist. Oh. Mann, Volker, diese Marianne ist doch ein Goldstück. Na, Vater, ich will das nicht. Nächste Woche wollen wir unsere Praxis eröffnen. Nächste Woche ist nicht heute Abend. Oh, dieser Abend. Was ist mit heute Abend? Was für ein Abend? Ich muss bloß immer dran denken, dass ich morgens um 7 aus dem Bett muss. Ja, aber doch morgen nicht. Ja, recht hast du. Morgen muss ich schon um 6:30 aus dem Bett. Ja, und? In seinem Alter bin ich ganz ohne Schlaf ausgekommen. Mann, Volker, sie ist doch so süß. Ach, Vater, zum letzten Mal. Wir werden zusammen arbeiten. Und überhaupt, letzten Sonntag sind wir doch erst in die Heide gefahren. Ach, aufs Land. Frisches Grün, Wiesenblumen, zu schön. Ach, schrecklich war's. Nichts als Stau und Auspuffgase. Ja, aber das Land. Ja, aber das Land, aber das Land. Für Kaffee und Kuchen musst du eine halbe Stunde anstehen und die Heide ist ein einziger großer Parkplatz. Ja, aber die Luft! Und dann so eine junge Frau im Arm. Vater, zum letzten Mal. Sie ist meine Partnerin, ja, verstehst ja. du? Ja. Partnerin! Hör auf! Ich interessiere sie nicht als Mann und sie interessiert mich nicht als Frau. Das ist nur Geschäft, verstehst du? Aber Volker, sie ist doch so hübsch. Und dann diese Taille und diese wundervollen Arme. Hat sie wundervolle Arme? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nicht. Habe ich auch gar keine Zeit für. Ich habe zu tun. Ja, wenn du arbeiten musst. Na, lass mal, ich gehe schon ran. Hallo, Johansen hier. Ach so, einen Moment bitte. Dein Geschäftspartner. Ja, bitte? Ja, ja, ich weiß. Ja, ich komme gleich, so in 10 Minuten. Was hat deine Mutter? Sie hat uns Kinokarten besorgt. Och, ich weiß nicht, du. Ich glaube, ich habe gar keine Lust, ins Kino zu gehen. Ja, wir können ja die Karten zurückgeben. Was? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Entschuldige bitte mal eben. Was ist denn nun schon wieder? Sag mal, was bist du eigentlich für ein Mensch? Diese arme Frau besorgt euch Karten? Geht, krank wie sie ist, den weiten Weg. Nicht einmal, nein, hin und zurück. Zweimal Parkett, bitte. Und dann die Freude, dass sie die Karten gekriegt hat. Hör zu, wenn du dir diesen Film nicht ansiehst, dann ist es aus zwischen uns, verstehst du? Aus! Du beruhige dich doch. Du entschuldige bitte, aber mit meinem Vater war was. Nee, nicht krank. Ja gut, dann gehen wir eben in diesen blöden Film. Unterwegs könnt ihr euch ja übers Arbeiten unterhalten. Ach, du, ich komm dann gleich vorbei. Was? Ja, da hast du recht. Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Einen besonderen Geschmack? Ausgerechnet du. Du, da reden wir gleich drüber. Was macht deine Mutter? Gymnastik? Ja, und was ist mit ihrem Herzen? Ja, da hast du recht. Besser Gymnastik als sterben. Also dann bis gleich. Tschüss. Verstehen kann ich das trotzdem nicht.
Vor ein paar Tagen war die fast am Abkratzen und jetzt macht sie Gymnastik. Ja. Sag mal, der Dr. Bolt muss wirklich gut sein. Gut, er ist der Beste, der Allerbeste. Sag mal, Vater, kann ich dich denn wirklich allein lassen? Na klar, warum denn nicht? Die Zeit, mein Jung, und Dr. Bolt sind die besten Ärzte. Ich darf dich auch nicht dauernd an mich ketten, also viel Vergnügen, Volker. Du, sag mal, wie riecht das hier eigentlich? Bist du das? Was? Das riecht hier ja wie im persischen Puff. Das ist mein neues Parfum. Blauer Frühling. Ist doch gut, was? Merkwürdig. Alles blau, badet im Parfum, geht freiwillig zum Friseur. Ja, und vorhin bist du die Treppen raufgerannt, wie so ein junger Kerl. Und sogar gepfiffen hast du dabei. Ja, und? Was ist mit deinen Beinen? Vor ein paar Tagen konntest du noch nicht mal krauchen. Ich musste meine Beine ja wieder mal ausprobieren, mein Gott, nicht? Ich habe dir gesagt, dass es mir wieder besser geht. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig, das alles. Sag mal, wieso bist du eigentlich noch hier? Du musst doch los! Ich hab mein Portemonnaie vergessen. Hier! Hier. Ja, dank dir, Vater. Doch nicht für. Kriegst du morgen wieder? Das eilt nicht. So, und jetzt mach, dass du wegkommst, Volker! Ja, herein, wenn es kein Schneider ist. Aber ja. Oh. Oh Gott. Was ist? Wo sind Sie? Hier. Sie sind kaum zu erkennen, hat man Sie mittapeziert. Gefällt es Ihnen nicht? Oh, großartig, wirklich. Aber nicht nur so, das viele Blau, man wird ganz schwindelig. Nein, es ist wunderbar, wirklich. Ja. Nur, warum haben Sie das... Weil Sie doch gesagt haben, dass Blau Ihre Lieblingsfarbe ist. Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, ich weiß nicht, gehört sich das denn? Aber Frau Oelker... Oh nein. Liese. Sind wir... Allein? Ja. Kann ich... Mir vertrauen? Aber Liese... Ja, morgen werde ich mir sicher... Morgen ist ein anderer Tag. Ach, schön. Was? Schön, dass Sie das gesagt haben. Was? Dass morgen ein anderer Tag ist. Ja. Oh, Walter, was Sie wohl morgen von mir denken werden? Wir sind erwachsene Leute, Liese. Ja, deswegen ja gerade. Ich bin hier in der Wohnung eines Mannes. Oh, das klingt ja wie Lasterhöhle. Na ja, ich bin hier ganz allein mit einem Mann. Also wenn mein Mann mich so sehen könnte, er war immer so rechtschaffen. Ja. Walter, Sie müssen mir helfen, ihn nicht zu vergessen. Das muss immer so sein, als ob er hier so zwischen uns ist. Sie, er und ich. Aha. Wir drei also. Nein, Sie Dombüdel, wir vier doch. Ihre Frau ist doch auch noch da. Sie war sicher wunderbar, nicht? Sie war ein Engel. Ja? Sie hat den ganzen Tag genäht. Den ganzen Tag? Sie tat nichts anderes. Morgens nähen, mittags nähen, abends nähen. Und was glauben Sie, hat sie getan, wenn sie nachts mal aufwachte? Walter! Sie strickte! Was für eine Frau! Walter, von nun an wollen wir vier immer zusammen sein. Ja, nicht?
wie Sie meinen. Ja. Was macht Ihr Herz? Oh, danke, gut, Walter. Aber hatten Sie nein, nichts? Walter, seit Tagen geht's mir zu sehr. Oh, Walter, Rosen. Oh ja, ich habe sie extra für Sie verwelken lassen. Oh, Walter. Walter, Sie sind ein Engel. Ja, das war gar nicht so einfach. Volker wollte Sie schon vor ein paar Tagen wegschmeißen. Nein. Ja, das hat einen richtigen Streit gegeben. Oh, Walter, nein. Aber nicht viele Blau hier. Ich muss mich wirklich erst mal setzen, ne? Ja, bitte, hier aufs Sofa. Walter, glauben Sie denn, ich gehöre zu den Frauen, die sich gleich aufs Sofa setzen? Nein. Sessel genügt mir. Das genügt, ja. Ja. Roten! Walter, entschuldige. Zum Wohl. Walter, was ist das? Wollen Sie mich hier Chloroform? Nein, das ist ein teures Parfum. Blauer Frühling. Oh, Walter, dagegen bin ich doch so allergisch. Oh, das tut mir aber leid. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Lise? Walter, Sie wollen mich doch hier hoffentlich nicht unter Alkohol setzen. Aber wir müssen doch auf Ihren ersten Besuch hier anstoßen, Lise. Walter, glauben Sie, dass ich nun öfter komme? Ich möchte es glauben. Walter, Champagner! Oh, nein, bitte für mich nicht. Mein Mann hat immer gesagt, Champagner ist unmoralisch. Der nicht, das ist Deutscher. Für eine schöne Frau. Danke, Walter. Ja. Dass ich sowas zum letzten Mal getrunken habe, also seit mein Mann tot ist. Nun lassen Sie uns mal nicht an die Vergangenheit denken. Er sitzt ja hier. Was? Und freut sich, dass Sie ein Gläschen trinken. Ja, ich so. Glaube aber, mir wird von einem Gläschen schon ziemlich schwummerig. Aber Walter, Sie haben eine Art, da kann man einfach nicht Nein sagen. Warum auch immer Nein sagen, Lise? Bitte. Danke. Ja, komm. Ja. Auf Ihr Wohl. Danke. Auf Sie. Nein. Auf uns vier. Walter, sowas ist doch nicht schädlich für den Magen. Aber doch nicht dieses Sprudelwasser, meint die Herren. Warum sagen Sie das? Ja, weil das so ist. Nein, ich meine dieses mein Dern. Sie sind doch ein Dern, Lise. Walter, wissen Sie eigentlich, wie alt ich bin? 49,5. Walter. Höchstens 50. Ach nein, Walter, ich bin ganz genau... Na, das kann ich nicht glauben. Also, ich bin 61. Und im August werde ich 65. Das sieht man Ihnen wirklich nicht an. Walter, ich habe immer gedacht, ich sehe viel älter aus. Unsinn. Tja, so ist das Leben, nicht?
Das Leben ist der Zwischenraum zwischen zwei Eintragungen im Standesamt. Mein Gott, Walter. Wie sind Sie klug? Na ja. Glauben Sie, dass mir noch ein Schlückchen schaden würde? Im Gegenteil, das wird Sie beflügeln. Oh, was haben Sie in Ihren Augen, Lise? Nein, ist da was drin? So ein besonderer Glanz, so ein seltsames Feuer. Sie sind richtig hübsch, Lise. Danke, Walter. Walter, ist heute nicht der 20. Mai? Ja, warum? Heute, genau vor 30 Jahren, habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Da war ich gerade 19. Beneidenswerter Ehemann. Oh, Walter, den ersten Kuss, den bekommt man doch nicht vom Ehemann. Oder man tickt nicht richtig. Wie bitte? Also, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich ging mit meinen Eltern zu Ball. Wir gingen eine Treppe empor. Marmor. Genau, und mit einmal ging das Licht aus. Und da hat mich doch jemand um die Taille gepackt und hat mir einen aufgedrückt. Nee. Doch, mein Mann hat das natürlich nie erfahren. Ach, der war ja immer so ehrenhaftig, nicht? Wenn der gewusst hätte, dass ich eine Frau mit Vergangenheit war. Weiter kann ich nicht noch ein Gläschen haben. Ja, aber... Aber sicher. Bitte. Danke. Bitte, Lise. Dann nur weiter. Warum machen Sie denn das? Das ist doch viel gemütlicher so, oder? Ja, immer, wenn Sie das meinen. Ja. So, Walter, und nun erzählen Sie mal bitte ein bisschen von sich, nicht? Oh, da gibt's nicht viel zu erzählen. Mhm. Ich habe eine gute Rente. Wie viel? Na ja. Oh, Walter, luzieren Sie sich doch nicht so. Wie viel? Es reicht. Ich habe ein kleines Apartment in Spanien, nein. Costa Brava. Ja, oh. Warme Nächte, oh, Sterne, Meeresrauschen. Ich kann auch ein bisschen Spanisch. Ja. Alle! Ich war ein paar Mal mit meinem Mann und Marianne da unten und... Oh, Walter, Entschuldigung. Das macht doch nichts. Lise, mir scheint, dass wir beide viel Gemeinsames haben. Ja. Ja, das meine ich auch. Mögen Sie auch so gern. Spiegeleier mit Spinat. Dafür lasse ich alles stehen. Musik. Ja. Oh, Walter, Musik, wie schön. Darf ich um diesen Tanz bitten? Ja, aber klar, Walter, aber klar. Nein, erst müssen wir noch zusammen anstoßen. Ha, auf Sie. Nein, auf uns. Auf einen Mann und eine Frau. Fühlen Sie sich auch gut. Walter, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Walter, Sie meinen es doch ernst mit mir. Ich bin doch nicht nur so ein Abenteuer für Sie, nicht? Ich will tot umfallen, wenn es so ist. Oh, Walter, Ihre Augen. Diese Art zu gucken. Sie sind eine tolle Frau, Lisa. Ach.
Eine Frau, die durch den Tod ihres Mannes, oh, ihres lieben Ach, was Mannes... lieben Mannes, das war der größte Langweiler aller Zeiten. Alter, 30 Jahre lang habe ich mich für diesen Lahmarsch gelangweilt. Kein Konzert, kein Theater, kein Kino, kein gar nichts. Nicht ein einziges Mal zum Tanz. Immer nur Fußball, Fußball, Fußball. Mein Gott, Walter. War das langweilig? Sie Ärmste. Walter, Schluss mit der trauernden Witwe. Geben Sie mir einen Kuss. Was? Du sollst mich küssen. Also, Mensch, wenn du mich jetzt nicht küsst, ich hau dir den Bummel über den Kopf. Was? Ja, nein, doch. Wenn Sie darauf bestehen. Lieschen, hab ich dich lieb, Lieschen. Lieschen, oh Gott, wie schön. Oh. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Komm, lass uns abhauen. Dann hauen wir beide ganz allein. Ja, wir haben noch genug Geld. Das wollen wir zusammen auf den Kopf hauen. Ja, unsere Kinder kommen auch ohne uns zurecht. Die sollen ihren Weg jetzt allein machen. Und wir haben ja auch noch ein Recht auf ein paar schöne Jahre. Oh, Walter, wir sind verrückt, aber schön verrückt. Ich liebe dich mit allen Fasern. Aber keine Kunstfaser. Naturfasern. Hast du mich auch noch ein bisschen lieb, Walter, Liese? Ich war noch nie so glücklich wie heute. Scheiße, es hat geklingelt. Hat geklingelt. Unsere Kinder! Ach, wie niedlich! Diese, ja. Versuch mir deinen klaren Kopf zu kriegen. Muss ich verstecken? Was machen wir denn? Da ist ein Zimmer und da ist auch. Nein! Hier und dann so! Nein! Komm hier rein und ja. Komm ja nicht raus, ja. Ehe ich dich rufe. Ja, Moment! Ich komme ja gleich! Ich komme gleich! Oh, Walter, ich bin so glücklich! Nein! Bitte, Liese, versuch einen klaren Kopf zu kriegen. Klar kann er gar nicht sein. Ja, Moment, jetzt komm ich. Jetzt komm ich. Walter, ich liebe dich. Liese, bitte. Sei still. Ich versuche mir die Beine ganz schnell wieder loszuwerden. Können wir dabei sein? Komm, jetzt komm ich. Jetzt, oh Gott. Jetzt komme ich. Was denn, ihr schon? Darf man fragen, was hier los ist? Was soll hier los sein? Ich war ein bisschen eingenickt. Und hast im Schlaf gesungen? Andere schnarchen, ich singe. Ist das Kino schon aus? Nein. Aber warum seid ihr dann hier? Weil die Karten für heute Nachmittag waren. Macht nichts, Vater. Wir wollen hier bloß noch eine Tasse Kaffee trinken. Wir haben keinen Kaffee. Oh, macht nichts. Wie wär's denn mit dem Tee, Marianne? Ja, gern. Tee haben wir auch nicht. Kein Tee? Och, dann trinken wir Sekt. Und den haben wir. Ich hab die Flasche vorhin noch gesehen. Das ist ja eigenartig. Wo ist sie denn abgeblieben? Ja, solche Flaschen machen manchmal ganz komische Sachen. Ist es vielleicht diese? Vater, du hast ganz alleine Flasche Sekt getrunken. Nein, Sie haben ganz alleine Flasche Sekt getrunken. Sie? Vater! Ja. Volker, ich habe vorhin ganz überraschend Besuch bekommen. Ja, der Onkel Heinrich. Onkel Heinrich ist doch tot. Sag ich ja ganz überraschend. Und dieser tote Onkel Heinrich malt sich die Lippen an. Was? Ja, das hat mich auch gewundert. Das ist doch nicht zu glauben, Vater. Du hast hier irgend so eine Frau mit raufgeschleppt. In deinem Alter. Volker, Junge, hör mal zu. Ach, jetzt komm ich dahinter. Deswegen konntest du mich vorher nicht schnell genug loswerden. Volker, du bist doch auch ein Mann. Du musst doch verstehen. Ja, aber in deinem Alter. Zum Teufel mit meinem Alter. Ich bin ein Mann in den allerbesten Jahren.
Jawohl, 67 und noch lange nicht tot. Merkt ihr das? Ist sie am Ende noch hier? Ja. Schmeiß sie raus, auf der Stelle. Bitte geht einen Augenblick runter in die Kneipe. Ich möchte nicht, dass er sie zu Gesicht bekommt. Sie ist eine gute Frau. Nicht das. Oh! Nein! Nein! Das hätte ich nicht von dir gedacht, Vater. Warum sollte er denn? Darum bin ich doch hier. Jawohl, ich wollte mit ihm allein sein, weil ich Lust hatte. Weil ich verrückt nach ihm bin. Weil da ich liebe dich mit allen Naturfahrten. Nein! Oh. Mami, du bist 68 Jahre alt. 61. Und im August wäre ich 65. Ja, Dr. Bolt. Ach, Herr Johansen. So, Ihrem Vater geht es wieder schlecht. Beine steif, Magenbeschwerden. Und hören kann er auch nicht mehr. Ja, ich komme gleich vorbei. Wiedersehen. Fräulein Oelkers. Ja, Bolt? Ach, Fräulein Oelkers. So, Ihrer Mutter geht es schlecht. Das Herz schlägt nicht mehr und sehen kann sie auch nicht. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme vorbei. Wiederhören. Tja, meine Damen und Herren, da sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Ist doch komisch. Warum sollen sich zwei ältere Menschen nicht verlieben dürfen? Sehen Sie, die Liebe ist doch immer dieselbe. Egal, ob mit 17 oder mit 70. Und dann diese Jungen. Also die spanischen Inquisitoren waren Engel im Vergleich. Wissen Sie, Intoleranz im Alter, na ja. Aber Intoleranz bei der Jugend, die ist unverzeihlich. Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Er will gleich vorbeikommen. Hoffentlich beeilt er sich. Ich glaube, meine letzte Stunde ist gekommen. Blödsinn. Du bist nicht krank. Flasche Sekt saufen und krank. Drei Viertel der Flasche hat sie getrunken. Das ist mir wurscht. Jedenfalls bis am Techtelmechtel warst du nicht zu krank. Was? Tu mal nicht so. Sie hast du ganz gut verstehen können. Bitte, Volker, ich muss Liese wiedersehen. Ich muss. Und wenn es bloß 5 Minuten sind. Nein. Was habt ihr bloß mit ihr gemacht? Immer wenn ich anrufe, sagt ihre Tochter, dass sie nicht da ist. Ich gehe zur Polizei. Sag mal. Jawohl, das tue ich. Sag mal, ein Skandal reicht dir wohl noch nicht, was? Weißt du, dass die Nachbarn mich schon fragen, wann euer Nachwuchs kommt? Das Ganze hin und her bloß wegen zwei Menschen, die sich mögen. Ach, weil ihr für sowas nicht mehr jung genug seid, Vater. In eurem Alter ist das lächerlich. Bitte, Volker, ich will ja alles tun, was du willst. Bloß 5 Minuten. Nicht eine Sekunde. Ha, das gibt's doch gar nicht. Zusammen verreisen, sich küssen. Sag mal, was findest du eigentlich an dieser Frau? Die hat doch schon Falten. Ich doch auch. Kommt nicht in Frage. Volker, bitte nur 2 Minuten. Sag wenigstens, dass sie ans Telefon kommen soll. Nein und nochmal nein. Und dass du es weißt, sie wird weggebracht. Wenn ihr sie wegbringt, dann... Was dann? Dann ist es aus. Volker, versteh doch, ihr dürft sie nicht wegbringen. Ach, das ist allein Mariannes Sache. Die soll der Teufel holen. Oh, Marianne. Ich will mit ihr sprechen. Kommt nicht in Frage. Ich will hoffen, dass ich auf die Beine komme. Moment! Mach dich doch mal ein bisschen frisch, Vater. Für dich? Volker, habe ich noch 2 Beine?
Ja, Vater, hast du? Ich spüre immer bloß eins. Wasch schon auf, ich schaff das schon allein. Mann, oh Mann, was für Kinder. Herr Volker. Oh, Pater Johansen. Oh, bitte, kann ich allein mit Volker sprechen? Das liebe ich nicht in meinem Haus. Allein in eurem Alter. Wie geht's deiner Mutter? Unverändert. Sie will sterben. Allein. Sie hat sich Prospekte von Reisen ins ewige Eis kommen lassen. Ihr Herz steht alle Augenblicke still. Jetzt hat sie auch noch Asthma. Nimmt sie was zu sich? Ja, Selters. Und dein Vater? Tja, ja, so ähnlich. Mineralwasser. Hm. Sag mal, die beiden werden doch wohl nicht in Hungerstreik treten. Die sind alle beide verrückt geworden. Ich halt's nicht mehr aus, du stell dir vor. Er hat meiner Mutter heute eine Karte geschrieben. Hier, ist besser, du behältst sie. Ja, danke. Meine Liebste, sie lassen mich nicht zu dir. Ich liebe dich, wie ich dich vorgestern geliebt habe. Wie ich dich geliebt habe, als ich dich bei Dr. Bolt traf. Wie ich dich immer lieben werde. Ich küsse dich, mein Täubchen. Dein Täuberich. Wie ist es nun bloß möglich? Je Oller, je Dollar. Das ist doch nicht zu glauben. Was sagt denn deine Mutter zu so einem Blödsinn? Blödsinn? Die glaubt daran. Also die ist verrückt geworden. Stundenlang sitzt sie da und riecht an seinem Parfum. Blauer Frühling. Dauernd muss sie niesen, aber sie sagt, das erinnert sie an ihren Walter. Sie hat mich gebeten, dass sie ihn sehen kann. Bloß 5 Minuten. Du hättest hören sollen, wie ihre Stimme zitterte. Lass mich ihn sehen! Genau wie bei ihm. Hier, lies mal, was sie ihm geschrieben hat. Was? Sie ihm? Ja, ich habe den Brief gestern in diesem Buch gefunden. Zusammen mit einer vertrockneten Rose. Hier. Mein Schatz! Mein Schatz zu meinem Vater, du. Ich kann nicht schlafen. Ich möchte dich bei mir haben. Meinen Alten, du. Ich schreibe im Dunkeln, weil ich nicht von Marianne gestört werden will. Ich liebe dich so sehr. Ich arme, alleingelassene Frau, die jetzt gerne in deinen starken Armen wäre. Ich weiß, dass ich für diese Liebe sterben könnte. Ich liebe dich. Ja, nun lies weiter. Liebster, ohne dich will ich nicht leben. Ich küsse dich. Dein Lieschen. Ach, hör auf. Was ist denn mit dir los? Ja, so komisch finde ich das gar nicht. Das ist ja auch kein Wunder. Ist ja deine Mutter. Nein, das ist eine verliebte Frau. Ach, das ist doch lächerlich. Lächerlich? Also, was sind wir bloß für Menschen? Wir lachen über zwei, die sich lieben. Ausgerechnet wir, die gar nicht wissen, was das ist. Volker, wie sehe ich aus, hm? Was? Na, wie ich aussehe, will ich wissen. Bist du verrückt geworden? Sehe ich gut aus oder schlecht, hm? Also, bin ich hübsch oder hässlich? Volker, was bin ich für dich, hm? Och, du bist ein feiner Kumpel. Ach, Kumpel. Mal. Bei dir bin ich so sicher wie in einer Bank. Und du hast doch bloß Empfindungen, wenn du deine Praxisabrechnungen machst. Aber meine Beine. Da ist mein Motorroller ja sogar noch besser. Da brauche ich bloß so zu machen, denn springt der an. Mit dem Bein. Das muss er auch beim guten Motorroller. Also nee, als ich das vorhin gelesen habe, da bin ich richtig traurig geworden. Wegen deiner Mutter? Nein. Meinetwegen. Und wegen all der anderen, die sowas Zärtliches nicht mehr schreiben können. Ach, du ärgerst dich doch bloß, weil ich über deine Mutter gelacht habe. Aber es geht doch hier gar nicht um meine Mutter oder deinen Vater. Na, um was denn? Um 2 Straßenbahnen? Oh, du mit deinen kindischen Witzen. Von jetzt an werden unsere Beziehungen rein geschäftlich sein, verstehst du? Rein geschäftlich. Was anderes kommt nicht in Frage. Ja, aber ich hab doch gar nichts versucht, was anderes.
Natürlich nicht. Ich werde es dir trotzdem nicht erlauben. Ja, aber was? Das, was du nicht versucht hast. Oh, du Töffel. Ach, du dicker Vater. Was ist denn bloß los hier? Seid ihr alle verrückt geworden? Ich möchte wie eine Frau behandelt werden, verstehst du? Wie eine Frau. Ja, ist ja schon gut, Marianne. Ist ja schon gut. Was würde ich darum geben, auch mal so eine Dummheit machen zu können? Nicht mit dir. Bilde dir bloß nichts ein. Mit dir kann man ja bloß arbeiten. Ach. Guten Abend, Herr Johansen. Tut mir leid, ist ein bisschen spät geworden. Ach, gut, dass Sie kommen, Herr Doktor. Der da hat Verstopfung in seinem Gefühlsleben. Gut, dass Sie da sind, Herr Doktor. Bitte helfen Sie meinem Vater. Ich glaube, jetzt ist er ganz und gar... Haben Sie Streit gehabt? Ach, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Sie hat die ganze Zeit bloß dummes Zeug geredet. Begreife überhaupt nichts mehr. Frauen muss man nicht begreifen, mein Junge. Man muss sie lieben. Ja, und wenn man sie nicht liebt? Heiraten. Ja, aber wir haben doch eine Geschäftsverbindung. Ach, die einzige Geschäftsverbindung zwischen Mann und Frau ist ein Baby. Was ist mit Ihrem Vater? Ach so, ja, Moment. Papa? Ja. Dr. Bolt ist da. Ich muss allein mit ihm sprechen. Ach so, ja, entschuldigen Sie. Wiedersehen, Herr Doktor. Übrigens, wenn Sie wollen, dass aus Ihrer Geschäftsverbindung was wird, seien Sie nicht so stur. Die Kleine ist doch in Sie verliebt. Ja, aber warum denn? Das weiß ich auch nicht. Aber es ist so üblich. Man lernt sich kennen, man geht aus, man verliebt sich, man heiratet, man guckt fern. Das Übliche. Es gibt wichtigere Sachen im Leben als Liebe. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich keine Magenbeschwerden? Doch. Woher wissen Sie das? Wenn ein Mann so redet wie Sie, dann ist der Magen Risikofaktor Nummer eins. Habe ich ein Magengeschwür? Weiß ich nicht. Verdient hätten Sie's. Na, hören Sie mal. Wenn Sie's verhindern wollen, leisten Sie sich gelegentlich mal Gefühle. Schönen Abend. Herr Johannes, fühlen Sie sich stark genug, sich in diesen Sessel da zu setzen? Übrigens, ich weiß alles, Herr Johannes. Alles. Ja. Herr Doktor, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ist diese Frau da, fehlt mir nichts mehr. Dann kann ich laufen und hören und... Ich fühle mich wie ein junger Gott. Sie lieben sie, nicht? Ist es verboten, ja zu sagen? Also mir gegenüber nicht, nee. Also ja. Und wie steht's mit ihr? Das ist dasselbe. Ja, was wollen Sie denn? Unsere Kinder, die wollen nicht, dass wir uns sehen. Alle lachen über uns, wir sind verrückt, sagen sie. Ja, und wie soll das nun weitergehen? Vielleicht hat mein Sohn recht. Ist ja wohl auch lächerlich in meinem Alter. Was ich brauche, ist eine Medizin, die... Tja, da suchen Sie sich dann am besten schon mal ein Grab aus. Aber Herr Doktor... Ja, und bestellen Sie sich einen schicken Sarg? Steht es so schlecht um mich? Ach was, Sie haben doch gar nichts. Aber wenn Sie so weitermachen, sehe ich schwarz für Sie. Was soll ich Ihnen verschreiben? Nö. Ein bisschen Penicillin. Wissen Sie, die meisten Toten sind voll von Penicillin. Ich will eine Medizin, die hilft. Oh, die Medizin heißt Lieselotte Oelkers. Wollen Sie damit sagen? Genau das will ich sagen. Mit ihr können Sie noch viele Jahre leben. Ohne sie vielleicht noch ein Jahr. Aber was soll ich denn bloß tun? Kämpfen. Kämpfen? Sehen Sie, das ist doch so, Herr Johansen. Wenn das Leben keinen Sinn mehr hat, dann fängt man ganz langsam mit dem Sterben an.
Und darum sage ich Ihnen, kämpfen Sie, holen Sie sich diese Frau. Könnten Sie sich vorstellen, sie zu heiraten? Ich kann mir schon gar nichts anderes mehr vorstellen. Na schön, dann werde ich Ihnen helfen. Ist ja schließlich auch meine Pflicht als Doktor, ne? Allerdings müssen wir da wohl einen kleinen Trick anwenden. Mein Sohn wird einen Skandal machen. Ja, und ich müsste die Sache natürlich erst auch noch mit Frau Oelkers besprechen. Da steht das Telefon. Also, wir drei müssen ganz einig sein. Ja. Ich weiß nicht. Also jetzt kommen Sie da mal raus. Schulter gerade, Brust raus, Kinn hoch. Doch wesentlich besser so. Wissen Sie, der einzige Unterschied zwischen Ihnen und Ihrem Sohn besteht darin, dass Sie ein paar Tage früher auf die Welt gekommen sind. Ja. Nicht? Und achten Sie ein bisschen auf Ihr Äußeres, ewig in Pantoffeln und diesem blöden Spielanzug, den tauschen wir auch mal. Wenn ich heute darüber nachdenke, kann ich mich nur wundern, dass die Geschichte so ausging, wie sie ausgehen wird. Nach 25 Jahren Wissenschaft habe ich einsehen müssen, dass die Poesie unbesiegbar ist. Das Unvernünftigste, Unwahrscheinlichste, Unlogischste hat viel mehr Macht über den Menschen als alle wissenschaftliche Vernunft. Ich habe an dem Abend ungefähr eine Stunde Seelenmassage getrieben. Ich gebe ja zu, mein Plan war etwas gewagt, aber peu à peu gewann unser Freund die Kraft, die er brauchte, um in den Kampf zu ziehen. Mit keinen anderen Waffen als seinen Gefühlen. Abgesehen von der Bottle Cognac, die wir dabei zwitschern. Marianne, bist du's? Ja, du, ich wollte dir bloß sagen, du hast ganz tolle Arme. Nein, das ist kein Blödsinn. Du hast wirklich ganz tolle Arme. Also hör mal zu. Fürs Geschäft wäre es wirklich das Beste, wenn wir uns verlieben würden. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Zum Pastor. Zum Pastor? So krank bist du doch nicht. Ich will das Aufgebot bestellen, ich werde Frau Oelkers heiraten. Ach, du weißt ja nicht, was du tust. Oh, ich weiß, was ich alles nicht getan habe in den letzten Jahren. Wie habe ich es bloß die ganze Zeit mit dir ausgehalten? Du gehst nicht durch diese Tür. Und ob ich gehe? Sag mal, Vater, hast du eine Fahne? Fängst du jetzt auch noch mit dem Saufen an? Jetzt, wo ich mich selbstständig machen will? Sag mal, willst du mich ruinieren? Du weißt doch, wie die Leute reden. Ach, mit anderen Worten, setze ich in die Ecke, Alter, und kratz bald möglichst ab. Ach. Und da steht ich Spaß an etwas zu haben und komm ja nicht auf die Idee, dich zu verlieben. Nimm mal, Junge, nicht mit mir. Besorg dir einen dunklen Anzug, lass dir die Haare schneiden. Ich heirate. Ach, mach doch jetzt keinen Aufstand, Vater. Geh nicht zu ihr. Sie wird heute noch weggebracht. Ja, ich weiß, sie muss zum Arzt. Ärzte gibt das überall. Auch Gynäkologen. Gynäkologen? Ja, sie muss zum Gynäkologen. Ja, aber warum denn? Nur warum denn, warum denn? Um sich die Mandeln rausnehmen zu lassen. Wozu braucht die Frau einen Gynäkologen? Sag mal, die kriegt doch nicht etwa ein Kind? Was bist du doch für ein kluges Kerlchen? Ja, aber das ist doch nicht... Wer ist der Vater? Ach, ein großartiger Mann. Ich? Nein. Doch. Och, Mutter. Möchtest du Baldrian? Du
wirst Vater? Du bekommst ein Geschwisterchen. Ist das nicht schön? Hm? Volker. Da. So. Ja, aber das ist doch nicht möglich in eurem Alter. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber Dr. Bolt sagt, dass es bei einer von 1000 Frauen passieren kann. Mein Sohn, wir haben eben Glück gehabt. Oh. Wie konntest du bloß sowas tun, Vater? Du wirst doch keine Einzelheiten wissen wollen. Doch. Ja? Na schön. Ja. Also, wir sind am... Mach mal. Wir sind am Nachmittag mit dem Bus rausgefahren. Nach Poppenbüttel. Ja, und dann? Und da sind wir spazieren gegangen. An der Alsterschleuse. Ja, und dann? Und dann habe ich sie zum Kaffeetrinken eingeladen. Was? AB-Kaffee von Verhohlen und Erdbeerkuchen mit Sahne. Das heißt, ich ohne Sahne. Und als es dann kühl wurde... Ja. Mach mal. Ja. Als es dann kühl wurde, hat sie sich an mich geschmiegt. So, sie hat sich also an dich geschmiegt. Ja, weil es ja kühl wurde. Und dann habe ich sie in den Arm genommen. Volker, verstehst du? Poppenbüttel. Alster. Der Mond ging schon auf und sie sagte, guck mal, der Mond, der Mond. Ach, war das eine Nacht. Der Mond, die Alster, Poppenbüttel. Und... Und dann diese Frau im Arm, Volker, was sollte ich machen? Ach, du lügst. Wie kannst du sowas sagen? Und an dem Abend, als ihr uns überrascht habt, da haben wir das Ereignis gefeiert. Ja, und bist du sicher, dass das Kind, ich meine, dass das von dir... Dass dein Geschwisterchen wird, das hat man als Vater im Gefühl. Sag mal, Vater, begreifst du nicht, dass das Biest dich verführt hat? Na, hör mal! Ja, klar, verführt, sich an dich geschmiegt. Guck mal, der Mond, der Mond! Na, warte, das bringt gleich in Ordnung. Wenn die glaubt, dass sie mich genauso leicht aufs Kreuz legen kann, dann hat sie sich geschnitten. Warum zum Teufel geht da keiner ran? Weil wir beide hier sind. Wie, was machen wir jetzt? Na, meine Mutter wird Mutter. Oh. Heulen nützt jetzt auch nichts mehr. Was hättest du dir vorher überlegt? Nein, diese Schande. Das werden bloß die Leute sagen. Und hier, der Schuldige. Wie stellen Sie sich dazu? Na ja. Ja, sagen Sie doch mal was. Ja, nun mal sachte. Was heißt hier sachte? Ja, zunächst muss erst mal festgestellt werden, ob er überhaupt die Schuld hat. Oder ob nicht vielmehr Sie. Wie kannst du es wagen? Mami, erzählt jetzt diesem Flegel von dem Vorfall. Nein, ist hier was vorgefallen. Liese, sie meint... Sie sitzt still. Erzähl. Wie dieser Unhold dich verführt. Also ich muss doch sehr bitten. Also Volker, lass doch, sie hat ja recht. Du bist still. Ja, du, ist das nur dein Kind oder meins? Das will ich doch gerade versuchen herauszubekommen. Oh. Oh, ja. Also, wer ist der Vater? Also sie. Bestimmt nicht. Du weißt, ich bin eine anständige Frau, aber ich hatte nun mal diese 10 schwachen Minuten,
die wir Frauen eben manchmal haben. Aber diese herrliche Fahrt nach Cuxhaven. Diese laue Mittagsluft, die Felder und die Sonne. Was haben Sie gesagt, Cuxhaven? Sie meint natürlich Poppenbüttel, nicht wahr, Liese? Sie hat aber Cuxhaven gesagt. Ach, sie hat gar nichts gesagt. Ja, was? Nein, 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 Mami. Was hast du gesagt? Na ja, ich meine, vielleicht war es ja Poppenbüttel. Ich war eben in einem Zustand, wo ich solche Feinheiten überhaupt nicht mehr mitbekomme. Ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin schließlich nicht mehr die Jüngste, nicht? Also es war Poppenbüttel und Sie haben sich an meinen Vater geschmiegt. Ja. Und gesagt, guck mal, der Mond, der Mond. Ja, ich sag manchmal so komische Sachen. Mami, wie kannst du denn sagen, guck mal, der Mond, der Mond, wenn es doch mittags war? Wenn ich es recht überlege, kannst du natürlich auch gesagt haben, guck mal, die Sonne, die Sonne. Ja. Und die Sonne war an dem Tag auch sehr blass. Also, Cuxhaven oder Poppenbüttel, Mittags oder Abend, Sonne oder Mond, jedenfalls haben Sie sich an meinen Vater geschmiegt. Ja, und der hat das dann ausgenutzt. Ausgenutzt? Mhm. Wenn eine Frau nicht will, bekommen Sie keine 10 Pferde dazu. Männer kriegen immer, was sie wollen. Aber immerhin war dein Vater nicht so dusselig wie du. Was soll denn das nun wieder heißen? Na, der verpasst wenigstens nicht die besten Gelegenheiten. Kinder, kommt nun, regt euch nicht auf. Ich sage dir, dieses Kind geht nicht ohne einen Vater hier raus. Immerhin ist es mein Bruder. Wenn dieser Trönbüdel ein bisschen Grips hätte, würde er kapieren, dass es auch seiner ist. Vater, ich will Beweise, dass das dein Kind ist. Beweise? Das ist mein Kind. Da hast du's gehört. Und dieses arme Mädchen. Wie war's? Meine Mutter braucht jetzt Ruhe und gutes Essen. Och, mein Dirn, ich danke dir. Und ihr zwei sorgt gefälligst für die Babyausstattung, ne? Oh, das ist ja zum Verrücktwerden hier. Dein Vater steht zu seiner Tat. Oder er soll mich kennenlernen. Komm, Mami, wir gehen. Ja, wir gehen. Wir können doch über alles reden. Nehmen wir mal an, mein Vater übernehme alle Kosten. Sagen Sie mal, was soll das denn heißen? Hier gibt's nur eine Lösung: heiraten! Ja, jawohl! Jawohl, heiraten! Ach, nehmen Sie doch erstmal Platz. Oh ja. Oh, lauf mich doch! Mami! Dafür habt ihr später Zeit genug. Also du hier, Vater. Und du hier, Mutter. Also schön. Dann müssen wir jetzt wohl über die Hochzeit reden. Richtig, Sie müssen heiraten. Darf man fragen, was deine Mutter mit in die Ehe bringt? Ein Kind. Er meint finanziell. Du denkst immer nur ans Geld. Ja, man muss an alles denken. Schließlich haben die beiden keinerlei Erfahrung auf ökonomischem Gebiet. Also meine Mutter bekommt eine schöne Rente und hat eine hohe Lebensversicherung. Außerdem besitzt sie Schmuck und eine Reihe von anderen Werten. Lassen sich Investitionen tätigen? Jede Menge. Mein Vater bezieht eine hohe Pension und hat Immobilienbesitz in Pinneberg. Außerdem eine Ferienwohnung in Spanien. Oh, nicht schlecht. Und wann? Oh, Oktober. Zu spät! So schnell wie möglich. Richtig. In 2 Monaten. Nein, in einem. In einem Monat. Moment, jetzt beherrscht euch doch mal ein bisschen. Schließlich besprechen wir hier eure Angelegenheiten. Also ein bisschen mehr Ernst, wenn ich bitten darf. 2.
also um zwei, aber Trauung um 12 und anschließend Sektempfang um 4 Jahreszeiten. Vergiss bloß nicht die Blasmusik. Also, 1. August. Einverstanden. Haben Sie noch irgendwelche Wünsche? Ja. Was ist eigentlich mit der Kirche? Was? Ich möchte in Michel getraut werden. Ja, so weit kommt es noch. Wahrscheinlich wohl auch noch in Weiß, was? Nein. Das machen wir zu Haus. Das geht nicht. Ach, was zu Haus? Das war beim ersten Mal schon so langweilig. Da seht ihr nun, was ihr angerichtet habt. Sei mal nicht traurig, was ist denn überhaupt mit den Trauzeugen? Da wird sich schon irgendjemand finden. Aber ich will dich, mein Junge. Ich? Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich steck vielleicht mal den Kopf in die Kirche, aber für so ein Blödsinn auch noch Zeugen, kommt nicht in Frage. Das hat man nun davon, euch groß zu ziehen. Nicht mal so einen kleinen Liebesdienst. Oh, komm, sei nicht traurig. Ich bin da. Nein, Mami. Volker, warum willst du eigentlich nicht zeugen? Und ich dann für meinen Mann? Oh ja. Na schön, wenn es denn unbedingt sein muss. Na, dann ist ja wohl alles klar. Alles klar? Fürchterlich. Wenn denn alles klar ist, dann könnt ihr uns ja mal einen Augenblick allein lassen. Wir sind jetzt nämlich ganz offiziell verlobt. Ja, aber wir müssen doch aufpassen. Also ist es jetzt wohl ein bisschen zu spät. Ja, da hast du auch wieder recht. Komm, Volker, lass uns nicht so glauben. Ich glaube, wir stören hier jetzt bloß. Du, ich muss doch eben meinen Mantel holen. Hoffentlich fällt sie nicht wieder über ihn her. Er ist nicht kräftig genug für sowas. Welcher nicht kräftig genug für sowas ist, das sind wir beide. Herzlichen Glückwunsch, Mami. Danke, mein Dear. Ich bin so glücklich, ich schäme mich beinahe. Och, was? Nun genießt man dein Glück. Na, wie hast du das denn bloß hingekriegt? Ja, was denn? Na, dass er sich in dich verliebt hat. Dass er sie... Also, das war so. Wir gingen so und die Sonne schien und dann hab ich gemeint, dass... Und dann gingen wir weiter und dann hat's an zu regnen angefangen. Und er hat dann gemeint und das war nicht... Ja. Also, er hat dich geküsst. Er und nicht? Du, nee, Männer sind schüchtern. Denen muss man schon immer etwas Mut machen. Mut machen? Soll das heißen, dass du ihn... Nein, ich hab zu ihm gesagt, er soll mich küssen. Und er kam und kam nicht zu Potte. Da habe ich mir die Flasche gegriffen und gesagt, wenn du mich jetzt nicht küsst, hau ich dir die Buddel über den Kopf. Und da hat er mich geküsst. Du Mami, und das andere? Das andere, was denn? Ja, was? Ach so, ja, also Shampoos. Weißt du, wenn man Champagner getrunken hat, dann tut man viele Dinge, die man sich sonst nicht traut. Hast du denn noch nie mit ihm Champagner getrunken? Du hast noch nie, oh Gott, mein Gott. Sag mal, was ein Pech, aber auch ja nur mal ran. Ich beneide dich richtig. So, wollen wir denn? Du, hast du nicht noch eine Flasche Champagner für unsere Kinder? Ja. Ich glaube, die könnten eine gebrauchen. Ich hol sie. Ja, sag mal, Champagner? Wollen wir den auf der Straße trinken, Marianne? Das nötig? Wir gehen in Mamis Wohnung. Ich glaube, wir haben noch alle Hand zu besprechen. Ist es nicht so? Da, mein Junge, die ist gut. Hat mir Glück gebracht. Ja, danke, Vater. Dann mach's mal gut, ihr beiden. Ja, und viel Glück. Und immer dran denken, ums Glück muss man kämpfen. Aber jetzt doch nicht. Vielleicht kommen die noch mal zurück. Ach, was weiter, nun komm doch. Och, Lieschen. Lieschen, oh, was habe ich vorhin für einen Schreck bekommen, als du dich verplappert hast mit Cuxhaven und Tag und Nacht. Ich hab den Dr. Bolt am Telefon einfach nicht richtig verstanden. Aber ist ja alles gut gegangen. Oh, Mann. Oh, Lieschen. Nun wollen wir unser Leben genießen. Ja. Ist es nicht wunderbar, in unserem Alter so was Schönes noch zu erleben? Ja, das ist es. Mhm. Aber ich bin auch ein bisschen besorgt. Ja, warum denn?
das mit dem Kinderkrieg und so. Du, die haben dem Blödsinn geglaubt. Ja, und wenn schon, die haben noch ganz andere Sorgen. Ja, ja. Und ist ja auch ein bisschen albern, nicht? Ja. In unserem Alter noch ein Kind. Ja, ja. Wenn auch. Wenn auch. Lieschen, was hast du vor? Warum fragst du? Du guckst mich so anders an als sonst. Ach nee, wie guck ich dich denn an? Wie eine Katze, die Maus. Was ist mit deinen Augen? Die werden immer größer. Was ist mit deiner Nase? Die wird immer krauser. Was ist mit deinem Mund? Der wird immer spitzer. Du, unsere Kinder, die sind in deiner Wohnung. Die küssen sich. Na, endlich wissen die auch was Schönes. So weiter, mach mal die Augen zu. Komm mal hier. Oh, ja. Setz dich hier mal aufs Sofa. Stell dir vor, wir sind in Cuxhaven. Es ist schön warm, der Mond scheint. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Licht aus Vorhang, das ist ja unmoralisch.